Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um den Smart Home Deal des Tages. Genauer gesagt ist es heute ein Late Night Deal, den ich für euch habe. Denn ich habe euch ja versprochen, egal wie der Tag verläuft, es gibt jeden Tag ein aktuelles neues Video von mir hier auf diesem Kanal. Wir haben jetzt kurz vor 10 und ein Deal ist mir heute ganz besonders ins Auge geschossen, weil er schon mal so verfügbar war. Allerdings viele von euch ihn sich damals nicht zu diesem Preis sichern konnten. Und das ist hier heute die Philips Hue Bridge. Die Bridge kostet normalerweise 60 Euro und ihr habt heute die Möglichkeit, ich versuche euch das hier mal zu zeigen, aber er dreht sich immer in meine Richtung, diese Bridge für 45 Euro zu bekommen. Super, super starker Preis, wie ich finde. Und vor allen Dingen für alle geeignet, die schon immer mal mit Philips Hue anfangen wollten. Deswegen sichert euch die Bridge, wenn ihr sie haben wollt. Ich weiß nicht, wie lange dieser Deal hier auf Amazon gültig ist. Und ja, nutzt das definitiv aus. Link zum Angebot ist einmal in der Infobox dort unten für euch. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Wenn ihr Fragen habt, gerne einfach alles in die Kommentare oder bei Telegram reinschreiben. Und wir gucken uns jetzt einmal an, was die Philips Hue Bridge alles leistet. Philips Hue ist ja das bekannteste Zigbee Smart Lightning System auf dem deutschen und internationalen Markt. Eines der größten Systeme, was ich jemals erlebt habe im Smart Home Bereich. Ich muss wirklich sagen, die haben sich einfach auf eine Sache spezialisiert. In diesem Fall ist es die Beleuchtung und das leuchtet auch einfach extrem gut. Klar hat Philips Hue immer seinen Preis. Ganz klare Geschichte. Allerdings, man muss auch ehrlich sagen, Hue selber ist auch qualitativ immer unfassbar hochwertig. Und das hat mehrere Faktoren. Einmal die ganzen Lampen etc. Komponenten, die ihr für Philips Hue einsetzen könnt, sind Zigbee-Komponenten. Das heißt, verfügen über den Zigbee-Standard. Ihr könnt diese Komponenten natürlich nicht nur bei Philips Hue selber erwerben, sondern auch von Drittanbietern beziehen, was das Ganze natürlich nochmal deutlich interessanter macht. Beispielsweise Tint Müllerlicht, Osram, die bieten einfach Komponenten an für Zigbee-Systeme, die preislich super interessant sind. Was ich ebenfalls gut finde an Philips Hue, ist, dass man hier tatsächlich ein ultra, ja, zuverlässiges System hat. Gerade im Smart Lightning Bereich stört es mich einfach, wenn Systeme nicht zuverlässig sind. Und das kann Philips Hue definitiv. Ihr könnt euch auf das System verlassen. Genau, natürlich auf das Herzstück, auf die Bridge könnt ihr euch extrem verlassen. Das macht absolut Spaß, das macht Sinn und das funktioniert richtig, richtig gut. Ebenfalls haben wir natürlich bei Philips Hue selber dann auch mittlerweile Systemkomponenten wie Steckdosen etc., die auch mit dem Zigbee-Standard funktionieren. Ihr könnt aber auch allerdings, wenn ihr so ein Gerät beispielsweise habt, ein Amazon Echo mit Zigbee habt, eure Geräte direkt einspeichern. Dafür benötigt ihr zwar keine Bridge, aber solltet ihr doch Philips Hue im Großen nutzen wollen, würde ich euch immer dieses Herzstück empfehlen. Von daher 45 Euro, richtig guter Preis, gerade für alle, die sich einfach mal ein Zigbee Hub zulegen wollten und dementsprechend auch mit der smarten Beleuchtung im Zigbee Standard anfangen wollen, ist das definitiv richtig, richtig gut zu empfehlen. 45 Euro, wie gesagt, guter Preis. Solltet ihr euch sichern, wenn ihr das Ding haben wollt, Link zum Angebot, wie gesagt, unter diesem Video in der Infobox. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Zu diesem Gerät hier, zum neuen Echo Show 10, wird es morgen die Review geben. Großes Review-Video ist morgen geplant. Ich habe das Teil erstmal in den ersten Stunden, wo ich es jetzt hier hatte, für euch auf Herz und Nieren getestet. Ihr habt mir zahlreiche Fragen gestellt zum neuen Echo Show 10 und diese werde ich dann nochmal separat in einem FAQ-Video am Montag euch auf diesem Kanal vorstellen. Von daher, wenn ihr dem Kanal noch kein Abo dagelassen habt und ihr mögt Smart Home und Technik im Allgemeinen, tut das gerne. Ihr würdet den Kanal sehr unterstützen und vor allen Dingen verpasst ihr dann nichts mehr aus der Smart Home und aus der Technikwelt. Nutzt das aus. Link, wie gesagt, zum Angebot für Philips Hue in der Infobox und alles andere gibt es dann in den nächsten Tagen. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.